blazes is that old man? Hey, you're the captain with the ancient Adirond. Ja, das bin ich. Son of a go-kisser owes me a von welcher Summe sprechen wir? Copper, and I damn well expect to get it. Whether it's off his corpse or ja, es ist ein pleiter Geier. His debts are your responsibility. Pay up, damn you, or take steel. Ja. Dann nimm dir, was er dir schuldet, und verschwinde. Well, this. Thank you for honoring Oswald's debt. I hope the grave lady smiles on you. Also das hätte ich nicht erwartet. Danke, Hagrim, dass du das schon wirklich hast. Möge die Grabesdame dir Holz sein. Khan trägt ihr Mehl mit einem Schluck herunter und später den Krug auf dem Tisch sichtlich erschüttert. Well, I best be off. Got a boat to board and all that. Ich bleib mal lieber bei der Halbgeldentscheidung. Das können wir uns gerade noch so leisten, in der Hoffnung, dass uns unsere Auftraggeber, die wir so an Land ziehen jetzt gerade, wir brauchen Geld, uns besser bezahlen. Ja, das bin ich. Das ist ein Pleitergeier, wie wär's mit der Hälfte? Und weg ist sie. Und sie geht ganz... Sie rennt nicht, sie geht normal. Okay. So, der geben wir wieder ihren Trink aus. So. Mit... Ja, 2,9 sind wir noch gut dabei. Wir haben ja außerdem noch Sachen zu verkaufen. Zum Beispiel könnten wir eine Akebuse und... Ah ne, das ist eine Donnerbüchse da. Die Pistole ist falsch beschrieben. Also eine Akebuse könnten wir auf jeden Fall verkaufen. So, jetzt zu dir. Ado, mein Freund. Ich wusste, unsere Pfade würden sich irgendwann kreuzen. Kennen wir uns? Noch nicht, aber ich kann spüren, dass wir uns schnell anfreunden werden. You are the one who sails that fine ship, huh? Terrorize the docks with spirits, Huck. Sag mir, du bist der Captain, der die Defiance. Du bist der Captain, der die Defiant. Huck. Hast den Hafen mit Geistern terrorisiert, Huck. Also Huck heißt, ja. Mhm. Er lehnt sich nah an dich heran, nippt an seinem Humpen und saugt dann deutlich hörbar Flüssigkeit von seiner Oberlippe. Wer will das wissen? Hagrim, Captain der Defiant, zu euren Diensten. Bitte nimm Abstand, es widert mich an, wie du mir in mein Ohr schlürfst. Sag nichts. Wer will das wissen? And I am positioned to offer. I have opportunities for. Ich bin Abokko und ich kann dir. Ich biete dir eine Gelegenheit. Tollpatschig faltet er ein Stück Pergament auf. Sein Humpen entgleitet ihm und verteilt Bier auf der Vorderseite seiner Hose. Entsetzt starrt er an sich hinab. Times I practice my speech. Mera. Never did it go this poorly. Ich habe meine Rede mindestens 1000 Mal geübt. Merla, so schlecht habe ich sie noch nie gehalten. Was hast du gesagt? Sag mir einfach, was du willst. Ihm ein Bier geben. Hier, du brauchst das dringender als ich. Agrasima, do you know what my problem is, Amico? Agrasima, weißt du, was mein Problem ist, Amico? Er nimmt das Bier an und gleicht darauf einen tiefen Schluck. I am supposed to be in the business of giving bounties, but I know no one who hunts them. Ich sollte Aufträge an Kopfgeldjäger vergeben, aber leider kenne ich keinen einzigen. Er stampft mit den Füßen und schleudert damit Spritzer des verschütteten Biers in die Luft. No one will unfurl their sail for my humble payments. But I must start from the bottom and work my way to the top, huh? Niemand denkt auch nur daran, ein Segel für meine bescheidene Bezahlung zu setzen, aber ich muss ja unten anfangen, um mich nach oben zu arbeiten, huh? Ich glaube, diese Arbeit liegt dir Time nicht. Will tell, die Zeit wird es zeigen, if you are ever lacking in drinking money, you know where to look. Wenn du je wieder etwas Geld zum Trinken brauchst, weißt du, wo du dich findest. Angesichts des Flecks auf seiner Hose seufzt Abokko. Welche Kopfgelder hast du denn? You will take the job? You will take the job. Du nimmst den Auftrag an. Du nimmst den Auftrag an. Er greift nach deinen Schultern und lächelt. In seinen Augenwinkeln sammeln sich kleine Tränen an. Agrasima. Something special for my first hunter then. Agrasima, für meinen ersten Jäger gibt es dann noch etwas Besonderes. Er trinkt den Humpen leer und steckt ihn unter seinen Arm, um einige Notizen hervorzukramen. Ah, I will start you on Meriel, the mad animancer. She tortures her victims with unspeakable treatments before casting what's left to Bereth's will.
Oh, wir fangen mit Meryl, der bösartigen Beseelerin, an. Sie quält ihre Opfer mit unsagbarer Behandlungen, bevor sie das, was von ihnen übrig bleibt, in Berats Rat befördert. My contact saw her leaving Port Maje and heading west of Maje Island. Meine Kontakte haben beobachtet, wie sie Port Maje verlassen und sich von der Insel Maje aus nach Westen aufgemacht hat. Ja. Meryls Kopf übergeben. Sie ist nur an der Seite der Göttin des Todes im Jenseits. An exciting day for us both. Mein erster Kopfgeldauftrag macht sich bezahlt. Ein aufregender Tag für uns beide. Aboko schiebt dir einen kleinen Beutel Münzen zu. 1400 Kupfer für die, die wir schon haben. Das ist leicht verdientes Geld gewesen. Maybe it's not much, but as I make more deals, more pyres will be available, huh? Es mag nicht viel sein, aber wenn ich mehr Aufträge beschaffe, werden es auch mehr Pyres, also Geld. Hm? Welche Kopfgelder hast du? I finally managed to land the rights to a bounty of value. You may not like it. There is a thirsty drake who roosts near an oasis northeast of Maje Island. An important site for refilling canteens. Ah, ich habe endlich einen hochkarätigen Kopfgeldauftrag an Land gezogen. Könnte sein, dass er dir nicht gefällt. Es gibt einen sehr durstigen Jungdrachen, der nahe einer Oase nordöstlich der Insel Maje nistet. Eine unglückliche Wahl, denn dieser Ort wird dringend für das Auffüllen von Wasservorräten gebraucht. The local tribes call him Purakeo, after the sea dragon of legend. Even so, they have no love for this water thief. Die Stämme dort haben den Namen Purakao in Anlehnung an einen legendären Seedrachen gewählt. Das heißt aber nicht, dass sie dem Wasserdieb wohlgesonnen wären. Bevor ich aufbreche, habe ich noch einige Fragen. You have but to ask. Agassi, du musst nur fragen. Er gibt dir mit einer Geste zu verstehen, dass du frei sprechen kannst. Dann leb wohl. Gut, dann hasten wir noch Luca hier. From the tedious bureaucracy. Okay, die hat nichts zu sagen. Dann hail and welcome to the wild mare, friend. Zum Gruß und willkommen in der wilden Meere. Ein heiterer Mann steht am Tresen. Er grinst und winkt dich zu sich. Sein Arm ist muskulös und von Narben übersät. Now, what can I do for you? Also, was kann ich für dich tun? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ich bin auf der Suche nach intimerer Unterhaltung. You're in luck, friend. The wild mare employs a number of courtesans skilled in satisfying a wide range of tastes and interests. Oh, Alof, mag das nicht so sehr. Da bist du hier genau richtig. Die wilde Meere beschäftigt eine Reihe von Kurtisanen, die eine Vielzahl von Geschmäckern und Interessen erstklassig bedienen können. Er zwinkert dir übertrieben zu und zeigt auf die Treppe hinter ihm. You'll find them upstairs. They handle their own coin too, so no need to go through me. Du findest sie oben. Sie machen ihre Geschäfte auf eigene Faust, also kein Grund, mit mir weiter darüber zu pavlavern. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Like, wenn du etwas siehst, das dir gefällt, lass es mich einfach wissen. Okay, hier haben wir jetzt erst einmal die Möglichkeit, Zeug zu kaufen. Wir kaufen alle Eier, die er hat. Mehr will ich gar nicht von ihm. Die 70 Kupferpans sind gut angelegt. Weil ich könnte auch... Achso, ich kann noch absteigend sortieren. So ist es besser. Bei Schiffsziel, Back, Wasser, Reis und... Ah, Reis und Öl nehmen wir auch noch mit. Komm. Das können wir uns gerade leisten. So, er hat sehr viele Zimmer, die sauteuer sind. Eine Rast lang haben wir plus 3 Gewandtheit, 30 Chancen auf Reflexion gegen Zauber, ist ganz okay. Plus 1 aufwirkt alle Zauber der Stufe 1 und alle Fertigkeiten. Oder wir können im Lagerraum rasten. Wir können hier Abenteurer anheuern, den wir nicht unbedingt brauchen. Wir können hier Besatzungsmitglieder rekrutieren. Die halt einen bestimmten Lohn haben und ihre anderen Sachen. Aber von Besatzungsmitgliedern anwerben lasse ich mal erst die Finger, weil wir können ja erst einmal gucken, was wir so sonst so aufgabeln durch Gespräche. Hier können wir es neu trainieren. Was aber nicht so sinnvoll ist. Und die Gruppe aufstellen.
Ja, die beiden hier sind Gefährten und er hier ist so ein Helfer. Gott, das heißt, wir stammen aus unserer Gruppe. If I could bend your ear a moment, I'll be aiming to thank you for bringing me aboard. Ah, Captain, wenn ich mir dein Ohr für einen Moment leihen könnte, ich will mich dafür bedanken, dass du mich an Bord geholt hast. Mit einer pelzigen Hand auf dem Bauch und mit einer nach hinten gestreckten Ferse verbeugt er sich tief. Sein herabhängendes Ohr landet fast auf dem Boden. You run a tight shop, and you ain't no terrible person neither. It'd be a welcome change from the gentleman of leisure. Du schmeißt den Laden gut oder eine schlechte Person bist du auch nicht. Eine willkommene Abwechslung zur Herr der Freizeit. Erzähl mir vor der Herr der Freizeit. Gern geschehen. Ich bin froh, dass du bei mir bist. Ich habe keine Zeit dafür. Eigentlich bin ich ja froh, weil sehr auf ist eigentlich ein sehr cooler Typ. I've a gift for you. This trinket be from one of the first ships I hunted. Malnage would have snatched it had I not found a perfect hiding spot. Ich habe ein Geschenk für dich. Das Stück stammt von einem der ersten Schiffe, die ich gejagt habe. Malnai hätte es an sich gerissen, hätte ich nicht das perfekte Versteck gefunden. Wo hast du es denn versteckt? Wenn ich dir das jetzt erzählen würde, wirst du es vielleicht nicht mehr wollen. Seraphim pfeift unschuldig, während er sein Puzzle fähig kratzt, wie man ihn nur kratzen kann. Ja. Just a jest, Cap. Nein, I tucked it away in my beard. Didn't wear braids back then. So my hair caught about everything from feathers to fishbones. Ha, nur ein Scherz, Captain. Nein, ich habe es in meinem Bart versteckt. Habe damals noch keine Zöpfe getragen in meinem Haar. Hat sich also alles von Federn bis zu Gräten verfangen. Mama shook me down for plunder after each raid. I figured out she wouldn't go nowhere near my beard. Said my face were like a sore rib fetish. Malna hat mich auf der Suche nach Beute nach jeder Plünderung durchgeschüttelt und ich habe bemerkt, dass sie sich nie an meinen Bart traute. Hat gesagt, mein Gesicht wäre wie ein Xaurib-Fetisch. Warum hat Malna dich so schlecht behandelt? I know for sure, Cap. Thought at first she wanted me. Lasses be that way sometimes, treating you worse the more they fancy you. Bin mir da selbst nicht so sicher, Captain. Dachte zuerst, sie wollte mich. Die Mädels sind manchmal so. Behandeln dich umso schlimmer, je mehr sie dich mögen. Given she tried to get me killed twice within our first fortnight together, I thought mayhap she were in deepest love. Da sie innerhalb unserer ersten gemeinsamen 2 Wochen zweimal versucht hat, mich umbringen zu lassen, dachte ich, dass sie vielleicht in tiefster Liebe entbrannt sei. Er kichert leise. Hast du dich zum Malna hingezogen gefühlt? Die Liebe bringt die Leute dazu, seltsame Dinge zu tun. Was war also das Problem? Moment, eigentlich möchte ich lieber nichts davon hören. Was war eigentlich das Problem? Romaro said she might have been emerald green with envy, but I'll be well myself if I know what's of. Wie gesagt, hab's nie wirklich rausgefunden. Lag nicht daran, dass ich Orleaner bin, sie ist nämlich auch eine. Remaro sagte, sie könne vor Knights mattgrüne Augen gehabt haben, aber ich müsste Vale selbst sein, um zu wissen, weshalb. Ja, wenn Vale das verraten würde. Er zuckt mit den Schultern, seine Handflächen sind nach oben gerichtet und er hält die Hände weit auseinander. Vielleicht dachte sie, dass du eine Bedrohung wärst. Ich denke, dass ich es verstehe. Meistens würde ich dich auch lieben gern vom Schiff werfen. Du bist nicht gerade manierlich. Du hast sie wahrscheinlich beleidigt. Das erste. Perhaps. I've certainly outpaced her since, if I do say so myself. Als ein Schiffsjäger. Als ein Schiffsjäger. Vielleicht bin ich seitdem sicherlich besser geworden, als sie es ist, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht hat sie das kommen sehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie behalten lassen soll. Das könnte ihn kränken, also nehme ich es an. Entirely welcome. Now, if you'll pardon me, I've roundabout reached my limit for sentiment. Gern geschehen. Also, wenn du mich entschuldigst, ich habe jetzt meine Grenzen an Sentimentalität erreicht. Seraphim salutiert mit einem breiten Grinsen und wendet sich ab. Du hast Gegenstand erhalten. Fesseln des Mediums. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Und draußen speichern wir dann mal wieder. Ich muss sagen, wir sind nicht gerade weit gekommen. Was ja auch das Problem daran war, dass ich ein bisschen hier da rumprobiert habe mit der einen Frau. Dass ich ziemlich viele der Enzyklopädie wegen den Matrosen und so gelesen habe. Aber ja. Gut.
Not even my Vithrak darling. A 10-minute falsetto. Per hier waren wir bereits. Das heißt, wir gehen noch hier unten schnell rum auf den Hafenplatz. Und werden dort speichern. Merla, how is every ship hunter taken? Oh, die sucht einen Schiffshunter. Das können wir dann auch irgendwann machen. Aber jetzt erst einmal speichern. Das ist LP009. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.